Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Fahrradanhänger 24. Mein Name ist Herbert und in diesem Video stellen wir euch den nagelneuen Drike Duo vor von der Firma Hauk, die sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Hauk hat dieses Jahr auch ein Multisportgerät oder Multifunktions-Kinderanhänger auf den Markt gebracht. Und zwar ist das ein Kinderfahrradanhänger, der sowohl am Fahrrad gezogen werden kann und auch eben als Buggy oder Kinderwagen fungiert. Ihr habt alles schon im Set, so wie es hier von uns schon vorher aufgebaut worden ist, im Paket drinne. Ja, werfen wir mal einen Blick genauer auf dieses Modell. Und zwar hat Hauk halt nur den Drike Duo rausgebracht. Das heißt, wir haben halt nur ein Zweisitzermodell. Hier haben wir den einmal in Blau für euch stehen. Es gibt das Modell auch noch in Schwarz und in Rosé. Für diesen Preis bekommt ihr tatsächlich einiges schon mit dabei und vieles ist halt schon inklusive. Fangen wir einfach mal vorne mit an. Wie ihr seht, der Anhänger hat halt rundherum Reflektoren, wir haben Frontrücklichter, wir haben Hintenrücklichter, die schauen wir uns gleich einmal genauer an. Das Buggyrad hat auch selber Reflektoren, es ist komplett drehbar, es ist halt ein Vollgummireifen. Es lässt sich halt mit einem Klick entnehmen und wir können es halt tatsächlich, was nicht so oft auf dem Markt ist, feststellen, festjustieren, wenn wir halt auf unebenem Gelände unterwegs und dass er uns nicht wegrollt oder eben auch ja kurz vielleicht mal eine Jogging-Tour machen. Ne? So, wir haben hier vorne halt das Projektgeschoss, ist halt mit einem Reißverschluss rundherum und halt ein Regenverdeck für diesen Bereich. Hier vorne ist halt auch schon integriert, das heißt so bei ein bisschen Nieselregen könnt ihr halt eure Kinder schön schützen. Die Laufräder rechts und links, die sind halt mit Druckknöpfen auch einfach fixiert, so wie es halt mittlerweile Standard ist auf dem Markt, super schnell dran und abgemacht. Hier haben wir unseren Radabweiser, der lässt sich tatsächlich auch super easy abnehmen für den Transport im Auto, damit wir dann halt etwas an der Breite einsparen. Vorne links wird auch die Deichsel montiert, hier haben wir halt so einen kleinen Clip als Sicherung, ziehen wir halt den Pin raus, dann können wir die Deichsel einsetzen. Dann wird diese fixiert und halt die Sicherung muss einrasten. Hinten, wie ihr seht, die Reflektoren und wir haben natürlich standardmäßig halt unsere Feststellbremse. Ja, die ist hier sehr breit, das heißt, man kann fast von jeder Position drauf treten und kann halt den Anhänger dann in der Parkposition feststellen. Der Schiebebügel selber, der ist halt in verschiedene Höhen mit einem leichten Knopfdruck höhenverstellbar, lässt sich halt komplett einklappen, total unproblematisch. Wir haben halt hier schön Schaumstoff, ist sehr griffsicher, rutscht uns nicht aus der Hand. Das Tolle bei Hauk ist, da haben die halt wirklich mitgedacht, das fehlt echt bei vielen anderen namhaften Herstellern, dass wir die Deichsel tatsächlich einfach mitnehmen können. Ja? Das ist wirklich total simpel. Das ist ja einfach eine Tasche, die wir mit einem Klettverschluss einfach am Schiebebügel dran machen. Und dann können wir die Deichsel, die wir jetzt im Kinderwagenmodus nicht benötigen, hier halt verstauen. Wichtig noch zu wissen, eine Kupplung standardmäßig gehört schon zum Bieferumfang mit dazu. Wie ihr seht, ist sie halt marktüblich, passt halt auch zu vielen anderen preiswerten Varianten. Wir waren jetzt hinten, das Rücklicht hat hier auch eine feste Position. Es wird nicht am Schiebebügel montiert, sondern wird halt mit Clip an dieser Öse einfach eingerastet, hat halt seinen festen Platz, lässt sich dann halt eben auch einschalten bei Bedarf, muss sowieso bei Dämmerung eben passieren. Bevor wir uns den Anhänger noch anschauen, also von innen, wie er aussieht, kurzes tolles Gimmick ist halt hier noch das Buggyfenster, was jetzt halt eben verschlossen ist. Das ist halt mit Klettverschluss super wunderbar zu öffnen. Hier oben halt eben dieses
tolle Fenster, natürlich auch mit UV-Schutz hier rundherum, 50 plus. Wir haben dann halt beim Schieben unsere Kids halt immer im Blick. Ja? Wenn wir es halt dauerhaft geöffnet lassen wollen, einfach einrollen und dann können wir es halt eben fixieren. Fangen wir kurz im Kofferraum an. Dieser ist natürlich auch mit einem Reißverschluss hier rundherum, ja, verschließbar. So, bietet sehr viel Stauraum. Hier haben wir halt auch die Buggyrad-Tasche. Die ist halt wirklich toll, weil das Buggyrad natürlich dreckig ist und dann verschmutzen wir halt unsere Kleidung nicht oder das, was wir da eben sonst transportieren. Wir haben hier die Sitze, sind halt hier im oberen Bereich noch mit einer Kunststoffplatte versehen, sind halt etwas gepolstert, damit halt die Kinder halt ja das, was ihr halt eben einlädt, nicht so direkt im Rücken spüren. Und halt toll, wir haben halt hier das Datenblatt mit eingenäht, damit wir wissen, halt, was dürfen wir transportieren, wie viel dürfen wir einladen, könntest du halt jederzeit ein Bild machen. Das ist hier halt ein Einhandhebelmechanismus, den es halt so kaum oder gar nicht gibt. Ja? Rechts, links, jetzt haben wir es halt eben justiert, ist grün, alles sicher. Wir drücken hier halt den Hebel, schieben rein, haben halt den Anhänger gefaltet. Total simpel, Räder reinschmeißen, fertig. Aufbauen ist genauso einfach. Wenn alles richtig eingerastet ist, hört ihr es klicken und euch wird grün angezeigt. Das ist wirklich toll und easy gemacht. Kommen wir jetzt zum Schluss noch einmal zum Innenraum selber. Wie sehen denn die Kindersitze aus? Ja, wir öffnen hier einmal den Projektilschutz oder das Netzgitter und schauen uns das einmal kurz von innen an. Also wie ihr seht, ist das halt wirklich ausreichend gepolstert. Wir haben Schulterpolster und wir haben halt ein 5-Punkt-Gurt. Ein einfaches, aber es ist halt solide, lässt sich auch wirklich mit ganz kurzen Handgriffen lösen und halt auch wieder fixieren. Es sind halt hier tatsächlich zwei Sitze rechts, links. Wenn ihr mit einem Kind unterwegs seid, müsst ihr es eben auf einer Sitzseite festschnallen. Der Sitz vorne, also der Fußbereich hier vorne, ist halt auch hier so, hier ist eine Platte drin, die ist halt mit Kunststoff verstärkt und hat halt auch ein Polster, damit die Kinder bequem unterwegs sind. Wir haben rechts, links so kleine Seitentaschen für Kleinkram und haben auch hier ein Belüftungssystem, schon in diesem Preissegment. Wir haben halt ein Netzgitter, das lässt sich halt eben öffnen, einfach ein Klettverschluss, ist auf beiden Seiten, damit ja, halt natürlich bei heißen Tagen ein bisschen Frischluft mehr reinkommt, ein bisschen zirkuliert, ein bisschen Fahrtwind dann da auch ist, ne, von allen Seiten. Ja, wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal. Vor allen Dingen bleibt auf dem Laufenden auf Facebook, Insta und Co. über Angebote, News, Tipps und Tricks. Ich wünsche euch gute Fahrt. Bis bald. Nicht so weit weg, nicht so weit weg, komm näher, damit du nicht so weit gehst.